Oh Gott, ich bin so müde. Ihr auch? Wenn ja, dann hat euch vielleicht die Frühjahrsmüdigkeit gepackt. Vielleicht braucht ihr aber auch einfach nur mehr Schlaf. Oder schlaft ihr vielleicht sogar zu viel? Wie viel Schlaf ist denn eigentlich normal? Und was passiert, wenn man gar nicht mehr schläft? Das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Nora und jetzt kommt ein Was geht ab? Short. Der Frühling ist da. Doch viele von uns können den gar nicht so recht genießen, denn wir sind vor allem eins. Müde. Das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit tritt meistens dann auf, wenn es bereits ein paar Tage lang warm war. Der Körper muss sich erstmal an die warmen Temperaturen gewöhnen. Die Blutgefäße weiten sich und der Blutdruck sackt ab. Und das macht uns müde. Außerdem ist die Konzentration des sogenannten Schlafhormons Melatonin nach den Wintermonaten im Blut besonders hoch. Andere können wiederum gar nicht schlafen oder haben Probleme beim Einschlafen. Untersuchungen lassen darauf schließen, dass durchschnittlich etwa 15% aller Erwachsenen in Deutschland an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung leiden. Bei Experimenten werden Probanden reizbar, misstrauisch und sie können sogar vorübergehend halluzinieren. Bisher konnten bei Menschen keine dauerhaften Schäden durch solche Schlafentzugsexperimente festgestellt werden. Schlafentzug wird auch heutzutage noch oft als Foltermethode angewandt. Unter anderem, weil er keine nachweisbaren körperlichen und psychischen Spuren beim Opfer hinterlässt. Dauerhafter methodischer Schlafentzug wird unter anderem dazu eingesetzt, um klares Denken des Opfers zu unterbinden und so beispielsweise Aussagen zu erpressen. Ein bekannter Fall ist das US-Lager Guantanamo Bay, wo den Gefangenen laut deren Aussagen über 3 Wochen lang systematisch der Schlaf entzogen wurde. Es gibt ja so einige Theorien, was den Schlaf fördert und besser macht. Viele glauben, dass wir am besten vor Mitternacht schlafen. Dies ist allerdings ein weit verbreiteter Irrtum, genau wie das Alkohol beim Schlafen förderlich ist. Laut einer großen Vergleichsstudie macht Alkohol das Einschlafen zwar leichter, aber der eigentliche Schlaf ist oberflächlicher. Außerdem ist es völlig egal, um wie viel Uhr man sich schlafen legt. Was zählt, ist die Anzahl der Stunden, die man in einer Nacht hinter sich bringt. Angeblich soll es helfen, abends vor dem Schlafen eine Milch zu trinken, da diese Melatonin enthält. Experten raten außerdem dazu, nicht zu spät Sport zu machen und für ein kühles Schlafzimmer zu sorgen. Die Schlafdauer der meisten Menschen liegt zwischen 7 und 9 Stunden pro Nacht. Der Durchschnittsdeutsche braucht 7 Stunden Schlaf. Die Kanzlerin nur knappe 5 Stunden. Ein weiterer berühmter Kurzschläfer war Napoleon mit 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Ein Rekord im Nichtschlafen stellte der Brite Tony Wright auf und machte mehr als 11 Tage und Nächte lang kein Auge zu. Und hier noch ein paar Facts. Um 23.04 Uhr machen die Deutschen im Schnitt das Licht aus. Mit einem Bettwäschewechsel einmal pro Monat bilden wir Deutschen weltweit das Schlusslicht. Einschlafhilfe Nummer 1 ist der Fernseher, obwohl dies von Schlafexperten nicht wirklich empfohlen wird. Die Deutschen tragen am liebsten einen Schlafanzug und lieben es auch, mit offenem Fenster zu schlafen. Das ist auch gar keine schlechte Idee, denn der erhöhte Sauerstoffgehalt soll nämlich zu einem besseren Schlaf beitragen. Für viele ist das Schönste beim Schlummern ja das Träumen. Am intensivsten träumen wir in der REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement. Dies ist die Schlafphase, die durch eine schnelle Augenbewegung gekennzeichnet ist. Die Annahme, dass Vollmond sich aufs Träumen auswirkt, konnte bisher nicht wissenschaftlich erwiesen werden. Populärste Hypothese zur Funktion des Traumes ist weiterhin die auf Sigmund Freud zurückgehende Annahme, dass Träume als unbewusste Wunscherfüllung aufgefasst werden können. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn diese Annahme wurde nie wissenschaftlich nachgewiesen. Was aber funktioniert, sind sogenannte Powernaps. Darum geht's auch hier und hier geht's um die intelligente Schlafmaske. Wie ist das denn bei euch? Träumt ihr gerne und viel? Fällt euch das Einschlafen leicht oder eher schwer? Und welche Tricks nutzt ihr, um perfekt schlafen zu können? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin Nora und das war ein Was geht ab? Short.